Damit kommen wir jetzt zum Höhepunkt dieses Abends und der stellt uns sozusagen vor einer leichten protokollarischen Schwierigkeit, denn als die Urkunde ausgestellt und unterschrieben wurde, war noch mein Vorgänger im Amt, Kollege Harald Buchinger, Dekan. Jetzt ist natürlich die Frage, ob jemand, der die Urkunde unterschrieben hat, die auch ausstellen soll oder der Dekan die Urkunde. Jetzt habe ich gemeint, es wäre das Beste, lieber Harald, wenn wir gemeinsam die Urkunde überreichen, Herrn Kollegen Stellenberger aber zu uns bitten und da er die Urkunde unterschreiben dürfte, darf ich sie vorlesen. Das war unsere salomonische Lösung. Die Universität Regensburg, Fakultät für katholische Theologie, verleiht Herrn Universitätsprofessor für Judaistik, Dr. Diol, Litzlehr Bibel, Dr. H.C. Mult, Günther Stemberger, Würde und Grad eines Doktors der Theologie Ehrenhalber. In Anerkennung seiner herausragenden interdisziplinären Forschungsarbeiten, die die Bedeutung des Judentums für die christliche Theologie und den jüdisch-christlichen Dialog in einzigartiger Weise herausgestellt haben. In enger Verbundenheit hat er seine außerordentlich fundierte Expertise immer wieder in Forschung und Lehre der Fakultät für katholische Theologie eingebracht. Besonders als Inhaber der Josef Ratzinger Papst Benedikt XVI. Gastprofessur 2014 und als Mitglied des Beirates des Center for Advanced Studies Beyond Canon. Regensburg, den 4. November 2020, der Präsident und der Dekan der Theologischen Fakultät, Herr Kollege Stemberger, herzliche Glückwünsche.
Sehr verehrter Herr Dekan, lieber Herr Thoman, verehrte Festversammlung. Ich danke Ihnen für diese Begrüßung, die Einführung, die Überreichung der Ehrendoktorurkunde, von der ich natürlich sagen muss, ich als Person habe sie sicher nicht verdient. Es ist in erster Linie eine Auszeichnung und Anerkennung des Faches und der Bedeutung, die das Fach und damit die Kenntnis des Judentums für jede Form christlicher Theologie hat oder zumindest haben sollte. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen in ganz besonderer Weise. Ich danke Ihnen natürlich ganz besonders, Herr Thoman, für Ihre so schmeichelnde, um nicht zu sagen weit übertreibende Lobrede, die aber Gott sei Dank nicht bei einer Lobrede auf mich als Person geblieben ist, sondern eben doch in erster Linie unsere gemeinsamen Interessen herausgehoben hat. Wir sind ja schon seit Jahrzehnten durch das gemeinsame Interesse an der biblischen, sei es christlich oder auch jüdischen Hermeneutik miteinander verbunden und haben damit im Laufe der Jahre doch einiges auch gemeinsam machen dürfen. Es war mir immer eine besondere Freude, hier in Regensburg bei diversen Tagungen und dann besonders im Sommersemester 2014 bei der Benedikt-Vorlesung hier sein zu dürfen und habe die Atmosphäre und das Ambiente der Theologischen Fakultät in Regensburg in ganz besonderer Weise zu schätzen gelernt. Für das alles möchte ich Ihnen hier in ganz besonderer Weise danken. Ich möchte aber, bevor ich zu meinem Vortrag komme, auch noch den beiden Musikantinnen danken für diese wunderschöne Umrahmung des Festaktes. Ich danke Ihnen sehr und freue mich sehr, dass Sie das gemacht haben. Danke sehr. Somit komme ich also zu dem Thema des Vortrages, den ich für den heutigen Abend angekündigt habe. Gibt es eine jüdische, nicht christlich bestimmte Theologie? Für manche von Ihnen mag vielleicht schon das Fragezeichen etwas eigenartig wirken. Es ist doch selbstverständlich und vielen von Ihnen auch bekannt, wie viele Publikationen es zur jüdischen Theologie gibt. Gerade im vergangenen Dezember ist ein großer Sammelband der Cambridge Companion to Jewish Theology erschienen. Es ist aber auch schon in viel älterer Zeit immer wieder zur jüdischen Theologie publiziert worden. Ich erwähne hier als einziges Beispiel nur Salomon Schechter mit seinem auch heute noch 1930 ursprünglich erschienen, aber auch heute noch viel zitierten Buch Aspects of Rabbinic Theology. Salomon Schechter erwähne ich in besonderer Weise hier aus dem einen Grund, weil er in Wien studiert hat, hat in Wien sein Doktorat gemacht, hat dann später an der Humboldt-Universität weitergearbeitet, bevor er nach Cambridge gekommen ist, dort als Lehrer vor allem hebräischer Sprache und Literatur gewirkt hat und für die ganze Wissenschaftsgeschichte bis heute von größter Bedeutung in diesen Jahren auch die sogenannte Gemisa von Kairo in erster Linie entdeckt und für die Wissenschaft zugänglich gemacht hat. Eine Situation, die man sich heute kaum mehr vorstellen kann, wie in dem Abfallraum, wenn ich so sagen darf, heiliger Schriften oder allgemein hebräischer Schriften in einer Synagoge in Alt-Kairo man über 1000 Jahre verschiedenste Texte gesammelt hat, die zum Teil auch erst heute aufgearbeitet werden
Manche Texte sind so kompliziert, dass manche Leute die längste Zeit gesagt haben, da steht nichts drauf, das ist nur eine Dekoration, bis jemand einmal entdeckt hat, das kann man als arabische Schrift lesen. Es sind so viele verschiedene Aspekte drinnen, das sei hier nur ganz am Rande erwähnt, nur wir leben auch heute noch in der gesamten Forschung von diesen Ergebnissen von damals. Nun, warum ich Shlomo Schächter auch erwähne, ist, dass er im Jahr 1902 dann Cambridge verlassen hat, um das niederliegende Jewish Theological Seminary in New York zu übernehmen und gewissermaßen neu zu begründen. Wir können also sagen, dass hier eigentlich Theologie immer schon in den Begriffen drinnen war. Wo ist dann das Problem mit Theologie? Ich könnte hier auf die klassische Unterscheidung verweisen, wonach das Christentum eine Religion des Glaubens ist, das Judentum eine Religion des Tuns. Es wird diese Unterscheidung zwar in erster Linie von christlicher Seite gebracht und ist da zum Teil auch total abwertend gemeint. Auf der anderen Seite wird diese Unterscheidung aber auch gerne von jüdischen Kollegen übernommen, weil sie damit die wesentlichen Akzente ihrer eigenen Religionsausübung in besonderer Weise getroffen sind. Es ist aber schwer zu sagen, dass man damit wirklich das Wesentliche getroffen hat. Denn es ist ja doch auch ein Judentum ohne irgendeine theologische Basis de facto nicht denkbar. Wenn Juden dagegen sind, so aus ganz verschiedener Perspektive. Auf der einen Seite sind es jene absolut nicht religiösen Juden, die sagen, Judentum besteht aus Volkszugehörigkeit, aus der Familiensituation, aber hat nichts mit Religion oder gar mit religiöser Praxis zu tun. Auf der anderen Seite stehen die besonders ultraorthodoxen innerhalb der jüdischen Tradition, die sagen, jede Form von konkreten Aussagen über Gott bedeutet doch in Wirklichkeit, dass wir uns ein Bild von Gott machen und ist damit nichts anderes als Götzendienst. Nun, wenn für viele also Theologie etwas völlig Unjüdisches ist, dann hängt das natürlich auch mit der Geschichte zusammen. Nicht nur mit dem christlichen Gebrauch und vielfach auch Missbrauch von Theologie, sondern in ganz besonderer Weise auch mit der Entwicklung der jüdischen Emanzipation seit dem späten 18. Jahrhundert. Es hat damals eine vielfältige Bewegung eingesetzt, wie man Juden auf der einen Seite Gleichberechtigung oder zumindest größere Rechte im Rahmen des europäisch-christlichen Staatswesens einordnen kann. Auf der anderen Seite, wie macht man Juden zu guten, nützlichen Staatsbürgern? Und ein wesentlicher Aspekt dabei war, dass sowohl in Deutschland, viel strikter in Österreich, noch unter Josef II., ein verpflichtender jüdischer Religionsunterricht eingeführt wurde. Von traditioneller jüdischer Seite betroffen war in erster Linie die Vielfalt an Gemeinden in Galizien, erst relativ neu zu Österreich gekommen, die sagten, wozu braucht es einen Religionsunterricht? Judentum ist doch unser tägliches Leben, das lernen wir zu Hause, in der Familie, das lernen wir in der Synagoge, aber das ist kein eigenes Schulfach. Zu dieser Ablehnung kommt noch dazu, dass die ersten jüdischen Religionsbücher, Katechismen, sehr deutlich
christlichen Katechismen nachempfunden waren. Das sieht man besonders deutlich in dem Katechismus von Naphtali Herz Homburg, 1808 erschienen. Herz Homburg war aus dem Kreis von Moses Mendelssohn in Berlin im späten 18. Jahrhundert gekommen und war in Österreich, Ungarn dann verantwortlich für die deutsch-jüdischen Schulen in Galizien, bevor er im Jahre 1783 beauftragt wurde, von Wien aus überhaupt eine Reform des jüdischen Schulwesens zu gestalten. Sein Religionsbuch Imre Schäfer, hebräisch und deutsch publiziert, übersetzt heißt der Titel Schöne Worte, ist so deutlich christlichen Katechismen nachempfunden, dass man selbstverständlich auf traditionell jüdischer Seite damit nichts zu tun haben wollte. Ich kann nur am Rande erwähnen, dass Ähnliches schon in der Renaissance in Italien stattgefunden hat. Dort hat man aufgrund völlig anderer kultureller Voraussetzungen damit überhaupt kein Problem gehabt, wie viele jüdische Texte auf christlichen Vorlagen beruhten, zum Teil fast Übersetzungen sind von Publikationen von Jesuiten in Spanien, die dann in die jüdische Tradition hineingenommen wurden. Aber im gesamten Kontext des Judentums in Deutschland und Österreich war das eine absolute Zumutung. Die Entwicklung jüdischer Theologie im modernen Sinn ist natürlich nicht etwas, was erst mit dem späten 18. Jahrhundert begonnen hat und mit den Emanzipationsbestrebungen allein zusammenhängt. Es ist zwar so, dass mit den erstrebten Gleichberechtigungsansätzen man eben auch wollte und zum Teil vom Staat gestützt, dass Juden genauso wie christliche Kleriker eine akademische Ausbildung bekommen und dass diese akademische Ausbildung an einer staatlichen Universität erfolgt. Schon um 1820 hat Diefenbach, ein nicht-jüdischer Beamter, eine Broschüre vorgelegt, in der er eine jüdische Fakultät an der staatlichen Universität fordert. Wenige Jahre später hat Abraham Geiger, einer der ganz großen Gestalten des Reformjudentums in Deutschland, der übrigens sein Doktorat an der Theologischen Fakultät in Bonn gemacht hat, dass er verlangt die Gründung einer jüdisch-theologischen Fakultät. Ein Jahr zuvor hat er schon eine Zeitschrift für jüdische Theologie begründet, die er über 15 Jahre herausgegeben und fast allein geschrieben hat. Es hat aus diesen Bemühungen nie einen wirklichen Erfolg gegeben, sodass man jüdischerseits dann beginnt, sich selbst um eigene akademisch gleichwertige Einrichtungen zu bemühen. So ist es schon im Jahre 1854 zur Gründung des jüdisch-theologischen Seminars in Breslau gekommen, 1872 zur Gründung der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin und ein Jahr später schon zu der Gründung eines Rabbinerseminars für das orthodoxe Judentum. Wenn ich diese drei Einrichtungen als wesentlich heraushebe, so gerade auch deswegen, weil sie das unterschiedliche Spektrum innerhalb der damaligen Bestrebungen zeigen. Breslau, das im Titel das Wort Theologie führt, ist dann noch völlig unbefangen gegenüber einer jüdischen Theologie, findet auch
innerhalb der jüdischen Reformbewegung des 19. Jahrhunderts am ehesten den mittleren Rahmen. Von daher ist das Jewish Theological Seminary in New York auch in Nachfolge des Breslauer Seminars gegründet worden, auch wenn das Jewish Theological Seminary seit der Gründung eigentlich zugleich auch die geistige Basis des sogenannten Conservative Judaism geworden ist. Also in der Mitte zwischen orthodox auf der einen und liberal auf der anderen. In der Hochschule in Berlin sehen Sie zentral Wissenschaft des Judentums. Es ist das in Nachahmung und Nachfolge eines Vereins für Kultur und Wissenschaft des Juden, der Juden, begründet um 1800, wo auch etwa nicht nur in der jüdischen Forschung viel bekanntere Namen wie ein Leopold Zuns oder Steinschneider beteiligt waren, sondern auch Heinrich Heine Mitglied war. Diese rein wissenschaftliche, von Religion unabhängige Ausrichtung führt dazu, dass man selbstverständlich offen sein wollte für Hörer auch aus nichtchristlichem Hintergrund. In Wirklichkeit ist das selten dazu gekommen. Und es ist auch aus der geschichtlichen Entwicklung zu verstehen, dass die meisten Absolventen auch der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, die bis 1942 existiert hat, fast alle Absolventen Rabbiner geworden sind. Es gab wenig andere Möglichkeiten, beruflich unterzukommen. Auf der orthodoxen Seite finden Sie die Einrichtung des Rabbinerseminars für das orthodoxe Judentum in Berlin von Esrael Hildesheimer gegründet, der ursprünglich eine gemäßigt orthodoxe Jeschive im österreichisch-burgenländischen Eisenstadt geführt hat, aber damit zu einer zentralen Figur des akademisch ausgerichteten Judentums in Deutschland wurde. Es sei mir von da ein kurzer Blick auf die Gegenwart gestattet. Im Jahre 1979 wurde auf Initiative des Zentralrats für die Juden in Deutschland die Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg gegründet. Ähnlich wie die Hochschule in Berlin, deren Nachfolge sie deutlich anstrebt, ist auch hier die Teilnahme von nicht-jüdischen Hörern von vornherein gewünscht gewesen. Ja, es gab in den Anfangsjahren sogar Bestrebungen, einen Numerus Clausus für evangelische Theologiestudenten einzuführen, nachdem das schon mehr als 90% aller Studierenden waren. Aber das gehört irgendwie zu der Ausrichtung von Heidelberg dazu. Auf der anderen Seite haben wir Potsdam, wo erst vor relativ wenigen Jahren die School of Jewish Theology, erst im Untertitel dann Deutsch, auch Institut für jüdische Theologie gegründet wurde, nachdem die Universität Potsdam schon zugleich mit ihrer Gründung 1991 auch ein Institut für jüdische Studien hatte. Nun ist es mit der Gründung einer School of Jewish Theology etwas anderes geworden, als man sich in einem Institut für Judaistik erwartete. Das ganze Unternehmen geht zurück auf eine Enquete des Deutschen Wissenschaftsrats im Jahre 2010, wo als Empfehlung herauskam, dass auch nicht-christliche Religionsgemeinschaften, genauso wie christliche Religionsgemeinschaften, die Ausbildung ihres Klerus und die wissenschaftliche Ausbildung insgesamt nicht so sehr ihren eigenen religiösen konfessionellen Einrichtungen überlassen sollten, sondern an staatlichen Universitäten führen sollten. Und in diesem Sinne wurde dann bald nach 2010 auch die
eine Fakultät für islamische Theologie gegründet, zuerst in Münster, dann in Tübingen, und in diesem Gefolge ist vor circa 5 Jahren dann eben auch Potsdam mit einer jüdischen Theologie nachgerückt. Die Frage, die sich dabei stellt und die dann auch bewusst in der Präambel der Einrichtung genannt wird, ist die, wie unterscheidet sich jüdische Theologie von jüdischen Studien? Und man beruft sich dafür auf Louis Jacobs, einen ursprünglich orthodoxen Rabbiner in London, der dann aufgrund abweichender Meinungen dort das orthodoxe Seminar verlassen wurde und in einer liberalen Einrichtung gelandet ist. Er schreibt, zitiere hier aus der deutschen Übersetzung, im Unterschied zu den jüdischen Studien stellt der Theologe die persönliche Frage, welche Elemente der überlieferten jüdischen Religion hier und heute sein Leben als Jude noch bestimmen. Wenn man allerdings das jeweilige Professorenkollegium betrachtet, sowohl in Heidelberg wie auch in Potsdam, so wird man gleich einmal feststellen, es gibt dort kein Äquivalent zu einer Dogmatik oder systematischen Theologie. Man könnte am ehesten als theologischen Standpunkt sehen, dass beide Seiten, also eine Professur für Halacha, also für das Religionsgesetz haben, für die Praxis, allerdings in Heidelberg nur im Rahmen des Talmudstudiums und nicht selbstständig. In Potsdam ist bisher noch keine Besetzung erfolgt. Sie haben einen Assistenten und das ist alles. Nun, wenn man sich das übrige Spektrum des Lehrplans ansieht, so würde man keine großen Unterschiede sehen zu einem Institut für jüdische Studien, ausgenommen, dass zuerst Potsdam, in verstärkter Weise inzwischen auch Heidelberg, Vorbereitungen für Religionsunterricht haben, für Gemeindeführung und somit eben auch die praktische Seite jüdischer Religionsdiener auszubilden versuchen. Aber es ist das im Rahmen der Gesamteinrichtung etwas nicht sehr Zentrales. Nun, wenn ich so in erster Linie von diesen beiden Einrichtungen und allgemein der institutionellen Einrichtung von jüdischer Theologie oder Traditionslehre gesprochen habe, so muss ich doch ein wenig zurückgreifen. Theologie als solche ist natürlich rein vom Wort her etwas, was es im Hebräischen nicht gibt. Auch in modernen hebräischen Texten wird Theologie einfach transkribiert. Man hat kein eigenes Wort dafür. Das allein ist immerhin ein Hinweis auf die nicht besondere Bedeutung dessen, was wir zumindest in Europa oder den USA unter Theologie verstehen. Es ist aber auch darauf hinzuweisen, dass vielfach, ja schon viel früher, nicht erst mit der jüdischen Aufklärung, es etwas gibt innerhalb des Judentums, das man vielfach als Theologie bezeichnet. So schreibt etwa der schon genannte Louis Jacobs, dass die Bezeichnung jüdische Philosophie des Mittelalters eine Fehlbenennung ist. Das ist ja in Wirklichkeit nur Theologie. Es geht doch immer nur um die Grundlagen des Glaubens und um die Überzeugung der eigenen Glaubensangehörigen. Die soll man überzeugen können. Nun, zu einem guten Teil kann man das sicher so behaupten. Schon Saadia Gaon, Leiter eines jüdischen Zentrums in Bagdad, hat im Jahre 933
unter dem Einfluss arabischer Philosophie, die ihrerseits wieder auf griechische Philosophie zurückgeht, unter dem Kalam, seinen ursprünglich arabisch im 12. Jahrhundert dann ins Hebräische übersetzten Sefer Emunot Vediot publiziert, das Buch von Glaubensansichten und Meinungen. Die Fragen, die er drin behandelt, sind zu einem großen Teil die klassischen Fragen, die auch in der islamischen Theologie der damaligen Zeit besprochen wurden. Es beginnt damit, wie weit man eine Offenbarung braucht. Die natürliche Erkenntnis ist eigentlich das Wesentliche. Offenbarung ist nur für diejenigen, die geistig nicht so weit entwickelt sind. Es ist des Weiteren dann die schon von vielen von Alexandria bekannte Fragestellung, auch hier erörtert, auch im Islam. Wie kann ich beweisen, dass die Welt nicht ewig ist, sondern erschaffen? Und im Anhang daran geht es dann um die Frage der verschiedenen Eigenschaften Gottes. Der Fragenkatalog, der dabei behandelt wird, ist zu einem großen Teil ähnlich dessen, was wir auch in späteren theologischen Büchern, etwa auch in der Summa Theologica von Thomas von Aquin, finden können. Es geht also prinzipiell um religiöse Fragen im philosophischen Kleid. Von der weiteren Entwicklung sei hier nur der größte jüdische Philosoph Moses Maimonides genannt, im späten 12. Jahrhundert Leibarzt des Sultans in Kairo, der aber zugleich die jüdische Gemeinde leitete und eine Vielzahl von wesentlichen Schriften verfasst hat. In seinem Kommentar zur Mishnah schreibt er zu Mishnah Sanhedrin 10, das ist der bekannte Text, wo es heißt, ganz Israel hat Anteil an der kommenden Welt, ausgenommen, der sagt, es gibt keine Auferstehung der Toten und die Tora ist nicht vom Himmel. Im Anschluss daran fasst Maimonides einen ganzen Katalog von 13 Glaubensartikeln zusammen. Ein Katalog, der dann so populär wurde, dass er auch bis heute in vielen jüdischen Gebetsbüchern abgedruckt wird. Nun ist das allerdings nie innerhalb der jüdischen Tradition ein anerkanntes jüdisches Credo geworden. Das gibt es bis heute nicht. Und es ist in dem Zusammenhang auch von großem Interesse zu sehen, wenn ich es ganz grob formuliere, Maimonides selber hat einen Großteil der Sätze, die er da formuliert hat, selbst nicht geglaubt. Da sieht man schon daran, dass er in seinem philosophischen Hauptwerk, den More Nebuchim, den Führer der Verwirrten, ja auch gar keinen persönlichen Gott haben will, sondern Gott als den aktiven Intellekt nach griechischer Tradition bezeichnet und anstelle einer Auferstehung erwartet er, dass die einzelnen Menschen, und zwar in erster Linie Juden, sich geistig so weit entwickeln, dass sie am Ende ihres Lebens in den aktiven Intellekt eingehen. Also gewissermaßen in das Wesen Gottes, dabei selbstverständlich auch ihr eigenes persönliches Wesen verlieren, alles andere als eine persönliche Auferstehung. Nun, wie kommt dann Maimonides dazu, diese 13 Artikel zu formulieren? Es ist ganz einfach aus dem Grund, dass er sagt, ganz Israel hat Anteil an der kommenden Welt. Das ist für uns als jüdische Gemeinde ein absoluter Grundsatz, der muss auch heute gelten. Aber, so sieht er in seiner Umgebung, nur die wenigsten kommen zu einer solchen geistigen Entwicklung, dass man von ihnen den Eingang in den aktiven Intellekt erwarten könnte. Und so fasst er diese 13 Glaubensartikel
als das Minimum des Wissens zusammen, mit dem man als Jude gerettet werden kann. Es ist das Wissen und nicht irgendein Glaube. Nun, wenn ich schon gesagt habe, dass es keine jüdische Orthodoxie gibt, keine Notwendigkeit, ein bestimmtes Credo zu glauben, es als verbindlich zu übernehmen, so möchte ich als Extremfall für die neuere Geschichte den Fall von Mordechai Kaplan nennen, Professor an der Jewish Theological Seminary. Er hat im Jahre 1934 das Buch Judaism as a Civilization publiziert, in dem er die geistigen Grundlagen für die amerikanisch-jüdische Strömung des Reconstructionism liefert. Und dabei sticht besonders hervor, es gibt keinen persönlichen Gott, es gibt keine Offenbarung und selbstverständlich ist dann auch Israel nicht ein erwähltes Volk. Mit einem solchen Grundsatzwerk konnte Kaplan trotzdem noch lange Jahre Professor am Jewish Theological Seminary bleiben und dort Rabbiner ausbilden. Und man kann in weiterer Fortsetzung auch sagen, es gab zumindest in den 70er Jahren noch in den Vereinigten Staaten eine eigene Vereinigung atheistischer Rabbiner. Nun, was mache ich da mit Theologie? Ich könnte hier nun sagen, ja, aber für alle, die in jüdischer Tradition stehen, gibt es doch zumindest als gemeinsame Grundlage die Bibel. Somit wäre biblische Theologie eine gemeinsame Basis. Aber genau das wollen dann viele traditionell orientierte Juden von vornherein nicht. Es wird etwa in jüngerer Zeit noch von Matityahu Tzefat gesagt, there is no Jewish theology in the Old Testament. Oder wenn ich einen älteren christlichen Text nenne, unter Traction seiner Theologie des Alten Testaments von 1950, da schreibt er auch, alle Theologie ist Christologie. Natürlich, solange ich vom Alten Testament rede, das von vornherein in christlicher Anordnung so aufgebaut ist, dass es mit den Propheten endet und damit direkt überführt in das Neue Testament, also Vorbereitung des Christentums ist, da kann selbstverständlich kein Jude mitmachen. Auch nicht, wenn man sich auf das Alte Testament oder sagen wir lieber hebräische Bibel allein zurückzieht. Mit der hebräischen Bibel ist etwas weniger als im katholischen Alten Testament enthalten. All die Bücher, die Luther hinausgeworfen hat, die fehlen auch in der hebräischen Bibel. Es ist das Prinzip der Veritas Hebraica gegeben. Nun, auch damit ist natürlich noch immer das christliche Präjudiz in der Lektüre des Alten Testamentes weiterhin gegeben, gerade auch durch die Anordnung der einzelnen Bücher und vielfach auch durch das Vokabular in den modernen Übersetzungen biblischer Texte. Jede dieser Übersetzung ist ja von christlicher Tradition geprägt und kennt keine andere Sprache. Es ist von daher auch sehr wohl zu verstehen, dass besonders dann im 19. frühen 20. Jahrhundert in den traditionellen galizischen Gemeinden, jüdischen Gemeinden, die Bibel gleichsam ein verbotenes Buch war. Das hat Jakob Shavit in seinem schönen Buch The Hebrew Bible Reborn in allen Details ausgebreitet, wie in griechischen Gemeinden Juden noch in der Schule Bibel unter der Bank gelesen haben, wie einen verbotenen Roman, denn Bibeln wurden in erster Linie in hebräischen Texten
von christlichen Missionaren verbreitet. Jüdischer Seite war es immer üblich, Bibel lernt man ganz am Anfang als 5-6-Jährige im Cheder und dann für die Lesung im Gottesdienst. Aber alle andere Beschäftigung mit der Bibel erfolgt auf dem Umweg über den Talmud, der allein nach traditioneller Auffassung die richtige Übersetzung und Interpretation der Bibel liefert. Das Minimum, das man verlangen kann, ist, dass eine Bibel den Rashi-Text, also den Text des berühmten französischen Kommentators aus dem 11. Jahrhundert, dabei hat. Und so ist es auch kein Zufall, dass die erste gedruckte hebräische Bibel 1475 den Rashi-Text dabei hat. Also von vornherein Bibel mit Kommentar. Nun ist die sehr Vorbehalt gegenüber christlicher Rezeption der Bibel bis heute auch in akademischen jüdischen Kreisen immer wieder festzustellen. Ich möchte hier nur auf ein persönliches Erlebnis verweisen. Immer wieder habe ich als Mitherausgeber der Encyclopedia of the Bible and its Reception, ich war im Herausgeberkreis für das Judentum der einzige Nicht-Jude, sonst nur amerikanische jüdische Professoren dabei. Und wenn ich da darauf gedrängt habe, dass wir für dieses oder jenes Stichwort auch einen jüdischen Beitrag brauchen, nicht nur einen kurzen Überblick, sondern im Detail für Judentum des Zweiten Tempels, rabbinisches Judentum und Mittelalter oder auch Gegenwart, etwa für Begriffe wie Glaube, Gnade oder Ähnliches, da hat es immer geheißen, das sind doch keine jüdischen Begriffe, das ist doch christlich. Es hat sehr viel Überredungsgabe gebraucht, um dann doch dazu zu führen, dass diese Stichwörter auch von jüdischer Seite behandelt worden sind. Ich konnte nur immer wieder betonen, wenn wir das nicht machen, unterstreichen wir und stärken wir doch auf Dauer nur das alte Vorurteil, dass Judentum eine reine Praxisreligion ist und mit solchen theologischen Fragen nichts zu tun weiß. Nun, es ist, glaube ich, schon mit der Zeit etwas knapp. Wenn ich noch ein paar Minuten machen darf, gut, würde ich ganz gerne das an ein, zwei Beispielen aus den genannten Begriffen erörtern, bevor ich dann zum Schluss komme. Besonders der Begriff Glaube. Ist der etwas, von dem man sagen kann, das ist primär etwas Christliches? Nun, jüdisches Glaubensverständnis kann natürlich nur dargestellt werden, wenn man von den hebräischen Begriffen der Bibel ausgeht, Leha'amin, zu glauben, vertrauen. Aber da ist schon immer das Problem, wie übersetze ich genau? Emunah, Treue, Verlass oder doch wieder glauben und ähnliche Dinge mehr. Es ist auffällig, wie im Basiswerk der gesamten rabbinischen Tradition der Mishnah im frühen 3. Jahrhundert redigiert, das Stichwort Leha'amin, Glauben, eigentlich immer nur in dem Sinn vorkommt, ich verlasse mich auf die Ehrlichkeit eines anderen, kann damit zum Beispiel auch am Schabbat etwas verleihen, ohne dass ich ein Pfand verlange. Ein einziges Mal ist vom Glauben im eigentlichen Sinn die Rede, natürlich nicht religiös. Es geht darum, wenn ein Mädchen in nicht-jüdische Gefangenschaft geraten ist und dann wieder freikommt, kann man ihren Worten glauben, dass sie nicht vergewaltigt wurde? Das ist das Einzige, wo man noch problemlos mit Glauben übersetzen kann. Sonst spielt man eigentlich immer in der Übersetzung zwischen Vertrauen und sich auf etwas verlassen.
Und so ist es auch in späteren Texten. Es gibt zwar in der Tosefta einen etwas späteren Begleitwerk zur Mishnah, dann auch einzelne Texte, wo Gott als Objekt des Glaubens betrachtet wird. Aber auch da ist immer wieder die Frage, kann ich wirklich mit Glauben im religiösen Sinn übersetzen oder ist nicht eher damit zu rechnen, dass alle diese Texte davon reden, man kann sich auf Gott verlassen, er hält sein Wort und sein Versprechen. Wenn man spätere Literatur des rabbinischen Judentums heranzieht, so möchte ich hier besonders einen Text nennen, die Mechilta, das ist der früheste rabbinische Kommentar zum Buch Exodus, ein Buch, das in besonderer Weise durch eine Vielzahl von Passagen sich auszeichnet, wo von Glaube die Rede ist. Ich möchte auch davon nur einen ganz kleinen Ausschnitt bringen, womit Sie sehen, wie da mit dem Begriff umgegangen wird. Da heißt es, unser Vater Abraham erbte diese Welt und die kommende Welt nur als Lohn für den Glauben, mit dem er glaubte. Es heißt ja, Abraham glaubte dem Herrn und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Wenn Zeit wäre, könnten wir hier gerade über die Parallelen zur christlichen Verwendung desselben Textes sprechen. Aber das sei ja nur am Rande erwähnt. Der Text geht weiter. Ebenso findest du, dass die Israeliten aus Ägypten nur zum Lohn für den Glauben, mit dem sie glaubten, erlöst wurden. Das heißt ja, da glaubte das Volk und so weiter. Groß ist der Glaube, vor dem der sprach und die Welt ward. Denn für den Glauben, mit dem sie glaubten, ruhte auf ihnen der Heilige Geist. Und sie sangen ein Lied. Das heißt ja, und sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Damals sang Mose mit den Israeliten, dem Herrn, dieses Lied. Und so heißt es, nun glaubten sie Gottes Worten und sangen laut seinen Lobpreis. Es ist in dem Text eine, fast würde man sagen, kathedrenartige Aneinanderreihung von verschiedenen biblischen Texten, wo die Wurzel der Amin vorkommt. Und das ist im Einzelfall dann enorm schwierig wiederzugeben. Ich selber habe eine Übersetzung über Hilda vor Jahren publiziert und hatte damit mein Problem. Denn einerseits soll eine Übersetzung eines solchen längeren Abschnittes dasselbe Wort, dieselbe Wortlose nach Möglichkeit auch ständig in derselben Weise übertragen. Aber es schildert so von einem Abschnitt zum anderen, wo stärker das Vertrauen, das Hoffen, die gläubige Erwartung, was immer drinnen ist, nur ganz am Rande kommt vielleicht etwas wie ein abstraktes Glauben vor. Nun, ein anderer Text aus dem, der jetzt sowohl im Talmud enthalten ist, aber in besonders interessanter Form in der Besichter der Rabbahana, einer Art Predigtsammlung aus dem 5. Jahrhundert, da ist ein Kommentar zu Jesaja 54, 12 vorgeführt. Der Bibeltext heißt, der Heilige, gepriesen sei er, wird das Osttor des Tempels und seine beiden Fenster aus einer einzigen Perle machen. Dazu predigt ein Rabbi in der Synagoge zu Sepphoris und ein Heretiker ist dabei und er sagt ihm, was redest du für Blödsinn? Niemand von uns hat je eine Perle gesehen, die groß ist wie ein Taubenei. Und da willst du so etwas behaupten? Der Heretiker, ein Seefahrer, geht in den Monaten danach bei einer Schifffahrt im Meer unter und auf dem Meeresboden sieht er tatsächlich zwei Engel, die dabei sind, die Tore des kommenden Jerusalem aus einer Perle zu schneiden. Nun,
Er wird, so heißt es dann weiter, durch ein Wunder errettet. Und am Jahrestag der Predigt ist er wieder in Sepphoris. Und der Rabbi redet natürlich wieder über denselben Text. Und der Seefahrer sagt zu ihm: Ja, alter Mann, du kannst ruhig reden. Ich habe es ja gesehen. Wenn ich es nicht gesehen hätte, hätte ich es nicht geglaubt. Jetzt aber rede nur weiter. Und da heißt es dann nur, dass der erboste Rabbi seine Predigt unterbrach, ihn mit einem scharfen Blick ansah, sodass er in Staub und Asche zerfiel. Nun, was dabei auffällig ist, ist sicher auf der einen Seite diese Verbindung von Sehen und Glauben, auf der anderen Seite aber auch, dass weniger der Zweifel an dem biblischen Wort es ist, das dem Heretiker zum Verhängnis wird, sondern dass er dem Rabbi und seiner Interpretation nicht glaubt. Es ist diese quasi autorisierte Interpretation des Bibeltextes, der man glauben muss, mehr als dem eigentlichen Bibeltext. Nun, wenn ich andere Begriffe nur ganz kurz ansprechen möchte, bei Gnade ist es völlig selbstverständlich, das hätte auch in der SMB auf die Bible Reception der christliche Teil in seinen Unterabteilungen gut das Vierfache an Umfang hat gegenüber dem jüdischen Teil. Es ist einfach zu der langjährigen Geschichte christlicher Gnadenlehre im Judentum nichts Äquivalentes zu finden. Aber man muss trotzdem auch sehen, wie man mit den biblischen Begriffen umgegangen ist, die dann mit Gnade übersetzt werden, Chen oder Chesed. Und es ist doch charakteristisch, dass beide Begriffe auch als Einname Gottes verwendet werden. Es ist Gott, den man als Chanun anspricht, der barmherzig, würde ich am ehesten übersetzen. Man könnte natürlich auch sagen, der gnädige Gott. Und die Bitten, die an ihn gerichtet werden, als Nachanun bezeichnet. Auf der anderen Seite ist Chesed vielmehr die Bundestreue zwischen Gott und den Menschen, beziehungsweise aber auch die treue Verbindung unter den Mitmenschen, sodass eben Chesed, Chassadim, immer auch Werke der Nächstenliebe bedeutet, besonders in der Kombination Milut, Chassadim, das ist alles, was wir unter Caritas zusammenfassen. Also nicht, was wir mit dem theologischen Begriff einer Gnade verbinden. Es ist sehr schwer, da jeweils das eine vom anderen auseinanderzuhalten. Aber man darf nicht tun, diese Begrifflichkeit gibt es im Judentum. Und dasselbe würde ich auch nur ganz am Rande sagen, wäre für das sehr schwer zu übersetzende Begriffspaar Ruach HaKodesh, wörtlich übersetzt der Geist des Heiligtums, nämlich des Tempels, der aber dann doch in einer Vielzahl von Stellen als der Geist der Inspiration durch Gott betrachtet wird. Gott spricht zu den Menschen Ruach HaKodesh im Heiligen Geist, werde ich da übersetzen müssen. Allerdings heilig nie groß geschrieben. Das ist das Minimum, um zu unterscheiden, dass wir es hier nicht mit einer Personifikation der Gottheit zu tun haben, auch wenn ganz vereinzelte Texte doch in diese Richtung weisen, ähnlich wie etwa auch der Begriff der Memra, aramäisch für Gott, was in den aramäischen Bibelübersetzungen äquivalent für Gott ist. Den Namen Gottes vermeidet man in den aramäischen Übersetzungen aus Angst, ihn ohne Ehrfurcht zu verwenden. Nun, es gibt dazu eine Fülle von anderen Beispielen, wo gezeigt werden könnte, Judentum hat seine eigene religiöse Sprache, hat seine eigene Theologie, aber das Grundproblem für eine jüdische Theologie heute und quer durch die Jahrhunderte ist immer schon nicht nur, dass alle diese Begriffe im Deutschen oder auch in anderen europäischen Sprachen vorbesetzt sind durch die christliche Verwendung. Man tut sich schwer,
eine andere Bedeutung für dieselben Begriffe durchzusetzen, wenn man nicht ausführlich begründet, wie und mit welchen Nuancen man den Begriff da oder dort verwendet. Und das ist natürlich ein Grund, warum viele jüdische Autoren dem Unternehmen einer jüdischen Theologie sehr skeptisch gegenüberstehen. Nun, aber wirklich der Abschluss. Zwei kurze Beispiele, wie trotzdem in der Gegenwart von jüdischen Autoren einerseits eine biblische Theologie, andererseits eine allgemeine Theologie entwickelt werden. Als Beispiel für die biblische Theologie nenne ich Marvin Sweeney, der mehrfach sich dazu geäußert hat. Es ist bei ihm auffällig, wie er seine biblische Theologie konstruiert. Das beginnt einmal damit, dass er sich strikt an den Kanon und an die Reihenfolge der hebräischen Bibel richtet, im jüdischen Verständnis. Und das bedeutet für ihn, dass die Propheten, die für ihn der Mittelpunkt der Bibel sind, den Großteil der Bücher mit einschließen, die man in traditioneller Weise als Geschichtsbücher, als das deuteronomistische Geschichtswerk betrachtet. Diese Geschichtsdarstellung Israels ist für ihn ein wesentlicher Teil für die Theologie der Propheten, wo dann natürlich auch die sogenannten späteren Propheten Jesaja, Jeremia und Ezechiel über die 12 kommen. Aber die sind zusammen als eine Einheit zu sehen. Und alles andere, die Schriften, dazu gehören dann aber auch etwa die Bücher der Chronik, die kommen, und die Weisheitsliteratur, die sind für sich ein eigenes Kompartiment. Wie kann man von dieser Konzeption einer Einheit des Kanon ausgehend und der Zusammengehörigkeit der kanonischen Texte so etwas wie biblische Theologie entwickeln? Für Sweeney ist das in erster Linie das Grundkonzept: Schöpfung ist gleich Tempel. Der Tempel als der Grundbegriff in der Wüstenwanderung, noch das Heiligtum in der Wüste, dann später der salomonische Tempel, und dann auch bringt er in diesen Rahmen hinein nicht nur die Aufgabe des Menschen, Bewahrung der Schöpfung, der Schöpfung ist zugleich Dienst im Tempel, sondern er bringt dann auch den Großteil der gesamten, jetzt prophetischen Literatur im umfassenden Sinn als eine Art Theodizee. Wie kommt es zum Aufbau und dann aber auch schon wieder zum Untergang des Tempels, bis zum Wiederaufgang? Wie kann Gott das Ganze im Rahmen einer Schöpfungsgeschichte wahrhaben? Nun, das ist nur einmal ein Grundriss, mit dem aber deutlich gemacht wird, da wird mit Konzepten gearbeitet, die man in einer christlichen biblischen Theologie nicht finden würde. Wenn ich nur ganz kurz jetzt auch noch einen Vertreter einer allgemeinen jüdischen Theologie nenne, so ist das Martin Nowak oder David Nowak, der einmal die Frage nach der Sprache der Theologie glaubt, relativ leicht überwinden zu können. Er hält sich an das rabbinische Wort, die Bibel spricht die Sprache des Menschen, das muss doch auch für jüdische Theologie gelten. Infolgedessen verwendet er unbefangen alles das, wo wir sonst sagen würden, da ist eigentlich die Sprache schon komplett christlich vereinnahmt. Man muss enorm vorsichtig sein. Er versucht allerdings auch, Theologie darzustellen als Miteinander von Agatha auf der einen Seite und Halacha auf der anderen. Das heißt, für ihn ist, wie übrigens auch bei Sweeney in seiner biblischen Theologie, immer die Frage, was der Mensch tun muss, die Gebote ganz zentral. Bei Nowak
In seiner modernen Theologie geht es in erster Linie um Fragen der zwischenmenschlichen Gerechtigkeit, aber während bei der biblischen Theologie in Swinburne noch stärker kultische Interessen eine Rolle spielen, das sind Fragen der unterschiedlichen Ausgangspositionen, aber für beide ist völlig klar, man kann eine Theologie nicht entwickeln, wo nicht auch das, was man christlich als Moral oder Ethik bezeichnen würde, eben auch mit als theologische Grundbegriffe enthalten werden. Nun glaube ich, damit doch irgendwie gezeigt zu haben, dass wir sehr wohl von einer jüdischen Theologie sprechen können, wenn die Praxis immer und nicht nur als reines wiederholtes Tun, sondern auch als überlegtes, in das gesamte eingefügte Denken mit eingebaut ist. Und wenn man natürlich auch gleichzeitig die Bedingtheit europäischer Sprachen mit einbezieht und damit das Wissen, wie sehr man sich gegenüber christlichen theologischen Traditionen abgrenzen muss. Ich danke für Ihre Geduld. Thank you.
Mm-hmm.